Ich krieg doch schon mit einer Plug hier, M. Das ist echt so die Hass. Die Hass-Area schlechthin für mich. Also neben den ganzen Feuerbossen bei dem Lava-Gebiet. Was totaler Mist ist. Okay. Zack. Knapp. Okay, es war leicht knapp. Der Chat ist schneller als das Video. Falls Stream nachlädt, sieht er den Kombi, bevor er das Video soweit ist. Ach so. Der Kalix-Fan hat scheinbar einen schnellen Stream. Nicht so wie andere mitunter. Und er postet immer die Tode. Deswegen. Aber, naja. Ist er jetzt wirklich nicht so ganz wild, oder? Ich weiß es nicht. Also, müsste mal im Chat klären. Was los? Komm! Ach, meine Fresse, ey. So, zack. Und jetzt doch nochmal trinken. Ja, ich habe glaube ich zweimal drauf gedrückt. Nee, hat gepasst, okay. So, aufladen und laufen. Okay, hopp. Na, nein! Alter, ist das euer Ernst oder was? Ach, ich krieg doch echt zu viel. Ich krieg... Meine Fresse, ey. Wir müssen doch nur immer so ein bisschen da durchkommen. Ja, es ist halt immer so ein bisschen anstrengend, da durchzukommen an sich. Aber wir können die nicht alle töten. Das geht mit unserer... Ja, mit unserem Level und unserer Waffe nicht so unbedingt einher. Das ist halt, ja, ein Ding der Unmöglichkeit. Durchrennen ist da schon die einzig sinnvolle Möglichkeit, glaube ich. Ja, da ballert erstmal in hoch hier. So, ja, wir könnten auch mal dem IT beitreten. Habe ich auch bisher nur einmal gemacht. Da habe ich das Schwert da bekommen. Schwert der Krabis hast du nicht gesehen. Weiß jetzt gerade nicht. Ja, und das ist halt manchmal auch immer so ein Ding hier. Kommst da runter und da ballert dir der Typ da auch direkt mal eins rein. So, okay. Lauf einfach, lauf. So, und das darf mir halt nicht in den Rücken geraten, das Ding. So, komm, jetzt aber. Ah, mal ein bisschen ausweichen. Lauf, lauf, lauf. Okay, wir sind halb sicher. Halb. Und 7 Flakons, das ist sehr gut. Wow, oh Mann, ey. Okay. Alles klar, so. Diesmal weiß ich tatsächlich auch mal, wo die Leiter ist. Das ist nicht oft so, weil ich vergesse die immer, wo die ist. So, okay. Jetzt müssen wir nur noch gut durchkommen. Auch noch so eine kleine Problematik. Und ich soll eine kleine Seele nutzen. Wurde mir gesagt. Ich nutze einfach mal eine. Oder wie meint ihr das? Also, Nico, wir sind nie sicher. Wir sind nie sicher. Okay. Hier gibt es doch keine Abkürzung oder so, ne? Was? Wo geht's denn hier lang? Ich weiß gerade nicht. Was? Was? Ach so, ach, das ist hier. Die habe ich auch nie geholt, aber ja, ist halt nur eine Seele. Krass, okay, man erfährt immer neue Sachen. Ja, ich habe jetzt eine Seele benutzt. Leuchte ich jetzt heller oder was? Ich glaube, ich meine Menschlichkeit, nicht Seele. Leuchte ich dann heller? Ich probier's mal. Also wir haben 12. Ist jetzt nicht die Welt, aber... Man kann es ja mal versuchen. Jo. Ich dachte, jetzt sterbe ich, ey. Das wär's gewesen. Alles klar. Nochmal die Leitern hoch. Und dann gucken wir einfach mal. Leuchtet jetzt tatsächlich heller? Ach, das war auch vorher bezogen. Ach so. Ach so. Also hilft mir das gar nicht.
ich hätte auch verdammt Lust, irgendwie die Dingens hier ein bisschen heller zu stellen. So, okay. Die Helligkeit hier. Also ich glaube, die ist schon hell. Das ist ja allein für YouTube schon ein bisschen heller gemacht worden hier. Ja, geil. Läuft. Jo, ja, schön. Ich laufe ein bisschen weg und trink, komm, trink und weiter. Okay, wo muss ich jetzt lang? Das ist immer, da ist Sackgasse. Glaube ich. Hier muss ich runter, genau. Okay, und ich muss, glaube ich, auch noch hier runter. Und hier weiß es halt nicht genau. Nein! Ach komm, du Vieh, alter Mann. Ich hasse es. Ich hasse es so verdammt, ey. Ich brauche Taschenlampen. Wo kann man die kaufen oder so? Eine Schädellaterne. Oder muss ich dafür irgendwie irgendwelche Viecher töten? Ja, ich muss. Die droppen ja hier, das weiß ich ja, aber. Müssen wir halt erstmal auch machen. Ist zum Kotzen, ey. Ich hasse dieses Gebiet. Einfach so. Ich hasse es ohne Spaß. Es ist der Tod schlechthin, wie man sieht. Ich weiß halt nicht, ob hier irgendwo auch ein Item liegt. Also so ein Ding ins Kirchen, was man aufheben kann. Mit einer Schädellaterne. Ah, ich habe da bisher keine gefunden. Meine Fresse, ey, echt. Wir müssen halt da mit Glück irgendwie. Yo! Du Vieh, ey, ich hasse dich, ey. Du Dreckhund, ey. Ah. Es kann ja echt nicht wahr sein. Ja, wo kriegt man jetzt eine Schädellaterne? Ja, damit ist es auf jeden Fall sehr viel einfacher. Ja, wenn man andere Nekromanten tötet, ja. Ich habe auch schon einen gehabt. Also ich habe das, glaube ich, auch schon einmal im Agromod, wenn ich mich nicht täusche, mit Schädellaterne gemacht. Und da ist es dann doch wesentlich einfacher. Ich probiere mal, ich gucke einfach mal jetzt hier. Vielleicht kriegen wir ja eine. Das ist falsch hier. Bei Patches. Ah, jo. Ich kann den. Also, der ist jetzt noch nicht als Händler da, ne? Dark Souls, stirb regelmäßig. Der, okay, der ist nicht mehr da. Warum nicht? Der ist ja jetzt unten, auf jeden Fall. Ach, meine Fresse. Aber ich sag mal, wenn ich unten bin, dann brauche ich den Typen wohl nicht mehr. Ja. Was? Wolfs Lieblingsspiel? Der gute Wolf. So, hier sind die. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich vielleicht hier einen finde. So, ich guck mal, wie viel Schaden ich da mache. Ja, wenn ich treffen würde, mache ich vielleicht auch Schaden. Man weiß es nicht. So, zack. Und ich glaube, wenn die Augen noch leuchten, dann kommen die ja wieder. So, ist hier vielleicht irgend... Hier war, glaube ich, auch einer, ne? So ein Dingenskärchen, irgendwo auf dem Weg. So, hier rum, da. Geh weg. Hier nicht. War hier nicht um die Ecke irgendeiner? Sag mal, wo denn? Club Cola. Ja, hier, Cola-Werbung. Da ist er. Okay. Zack. Wups. Wups. So, vielleicht droppt er hier was. Er droppt nix. Wieso nicht? Dann baller ich dir halt was über die Rübe. So. Oh, der bleibt sogar tot. Coole Sache. So, das ist zumindest der Magier für die Area gewesen. Da ist kein weiterer. Für alles andere müssen wir jetzt halt nach oben.
Ich weiß gar nicht, kann ich da jetzt rüberspringen? Probier's mal. Zur Not nehmen wir halt den anderen Weg. Das klappt tatsächlich. Wahnsinn. So. Naja, gut. Unten kommt dann auch keiner mehr. Wir müssten theoretisch nach oben, um weitere Nekromanten zu finden. Aber das ist sehr doof. Durchaus sehr doof. Naja, gut. Dann versuchen wir unser Glück vielleicht nochmal so. Ach nee, hier ist noch einer. Stimmt, wenn ich hier runtergehe. Da ist auf jeden Fall auch noch einer. Okay. Ich probiere mein Glück. Ja, läuft. So, können die irgendwie mal herkommen oder so? Da ist noch einer, jo. Ah, jo. Mach, hau einfach drauf. Alter. Na komm, na komm, na komm! Boah. So, okay, komm, bitte. Jawohl, immerhin. Ja, geil, bringt viel. Na komm. Und nochmal. So, jetzt wegrennen ein Stück. Und hoffen, dass er was gedroppt hat. Aber wie ich mich kenne, hat er nichts gedroppt. Ja, lasst mich halt nicht mehr raus hier. Ernsthaft? Und er hat nichts getroppt. Nix hat er. Ach, meine Fresse, ey. Ihr wollt mich doch alle verarschen hier. Jo, ja, ist wohl klar. Da hinten liegt halt noch was, aber da komme ich jetzt auch noch nicht hin. Ach Gott, ey. Aber ich würde eh zurückgehen. Du kommst ja eh nicht zu Nito und sonst musst du nur alles zurücklaufen, was viel schwerer ist als von dem Leuchtfeuer. Wer wurde gedroppt? Wer wurde gedroppt? Okay, Emling sagt, wir müssen zurücklaufen, weil... Stimmt, wir können Nito noch nicht töten, ne? Ich weiß es gar nicht. Wie komme ich denn eigentlich hier zurück? Das ist auch nochmal so eine super Frage. Ich überlege gerade. Wie komme ich hier eigentlich zurück? Und wer greift da eigentlich da um sich her? Und wo ist der Dingenskirchen da? Der Leuchtkäfer. Der Christlisons. Ne, mal ehrlich, wie komme ich denn jetzt hier zurück? Ich überlege gerade, wo wir denn lang gekommen sind. Ich bin ja immer runtergesprungen. Von daher, ich kenne den ganzen Weg gar nicht so richtig. Hier ist, glaube ich, nach unten. Ich gucke trotzdem mal mich ein bisschen um hier. Da, die dürften jetzt eh alle nicht wiederkommen. Also die zumindest hier nicht. Um die Area, die haben wir ja gerade, oder den haben wir getötet. Warte mal, jetzt muss ich echt überlegen. Ich weiß es nicht. Und ich muss derbe aufs Klo. Das ist ein Fakt, der tatsächlich mal irgendwie eine Rolle spielt. So, okay. Da geht's da lang. Jo, geil. Wie komme ich denn hier zurück? Da machen wir nämlich, glaube ich, erstmal Zen's Fortress dann doch erstmal irgendwie. Irgendwie ist die Sache, ne? Oh. Da sind wir auf den Desktops geswitcht. Das ist ja super. Da müssen wir jetzt... Moment. Die Aufnahme ist nämlich jetzt abgebrochen. 3, 2, 1. So. Da müssen wir nämlich nochmal hier machen. Das ist nämlich die komische... Nico, mach Pause. Ich muss auch aufs Klo. Ja. Ach, es ist ja schon um sogar. Also fast um. Ich guck gerade mal noch kurz und dann machen wir eine kleine Pause, weil ich muss derbe aufs Klo, tatsächlich. Und, okay. Der Produktfälscher. Nee, leider Gottes nicht. Das ist ein originales Windows, aber der erkennt meinen Key nicht.
ne? Also das Problem haben wir in vielen Let's Plays. Im Livestream war das glücklicherweise immer nie so das große Problem, dass es auch mal aufgeploppt ist, weil dann switcht man immer auf ein Spiel und hast es nicht gesehen. Seitdem ich den PC neu aufgesetzt habe, musste ich ja das Windows neu installieren und hast nicht gesehen. Seitdem nimmt er den Key nicht mehr an, obwohl das tatsächlich ein Original-Key ist. Das ist, und wenn man dann auf den Link klickt, also hier, Problem lösen, irgendwie, keine Ahnung, was da steht, dann wird man auf die originale Windows-Seite gebracht. Und dann, wird halt einem gesagt, hier, kauf mal das Ding ins Kirchen. Ne, Windows, hab ich doch schon. Warum soll ich es nochmal kaufen? Ihr Affen. Gut. Ich probiere jetzt mal eins. Ich weiß gar nicht mal, was da vor dem Ring da hinten war. Ich versuche jetzt mir einfach mal das Ding zu holen. Auge des Todes. Ach so. So. Ja, mach mal Platz hier. Danke. Okay. Theoretisch könnte man sich hier noch reinlegen. Daher tritt mir im Eidbein. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich weiß gar nicht, was das für Sachen hat. Muss einfach eine telefonische Aktivierung machen, falls das spackt. Ach so. Okay, könnt ihr mal eigentlich mal machen, ja. Muss ich nachher mal anrufen. Wenn die Armen noch da sind, ist die Frage. Das ist die Frage. So. Wo muss ich denn eigentlich lang? Ich stehe da tatsächlich irgendwie auf dem Schlauch, wo ich hier eigentlich wieder rauskomme. Aus der Hütte. So, da geht's runter. Beziehungsweise auch hoch. Hier ist das. Hä? Okay, nee. Ich weiß es gerade ehrlich nicht. Ziegendämon Seele. Was für eine Glut meine ich? Ebenling gesagt, ich soll mir noch eine Glut holen. Meinst du die große Seele? Die große Glut? Die könnte man sich theoretisch auch noch holen. Ja, die sind ja theoretisch nicht ganz so schwer. Aber naja, das machen wir alles nach einer kurzen Pause, liebe Freunde. Ich muss erstmal gleich noch gucken, wie ich hier rauskomme eigentlich. Das ist ein Kotzen, dieses Gebiet. Ich hätte gehofft, dass ich es irgendwie schon abschließen kann. Naja, das machen wir alles dann demnächst. Aber erstmal kommt die andere Chose. Ziegendämon, große Glut. Vielleicht hole ich mir auch noch in der Schandstadt des Dingenskirchen da, diesen Zauber. Diesen Pyro-Zauber, wo man total krass wird. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Das machen wir alles nach einer kurzen Pause. An YouTube-Zuschauer sage ich morgen jetzt weiter um 17 Uhr bei Dark Souls 1 im Low-Level-Run. Ja, ich bin gespannt, was wir hier noch so alles erreichen heute. Das kann was werden. Naja, wir machen kurze Pause, sehen uns gleich wieder, beziehungsweise morgen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.